Moin Leute, hier zurück bei A Plague Tale Requiem und zwar unter einer neuen Sonne. Folge dem Vogel. Ja, werden wir es direkt machen. Sind hier irgendwie gestrandet. Mal schauen, was uns hier noch weiter erwartet hier. Der Phönix wird uns auf jeden Fall leiten anscheinend. Irgendwie psychomäßig drauf, der Junge hier. Die Frage ist, wie gesagt, ich kann ja irgendwie die Ratten kontrollieren mit dem Jungen. Und Mama. Aber, ja, das wird sich erstmal rausstellen. Ich habe den ersten Teil nie gespielt, deswegen vielleicht muss ich erstmal zurechtfinden hier. Ja, vielleicht hier entlang. Weiß auch nicht, warum ich jetzt am Strand liege. Keine Ahnung, was das soll. Vielleicht träumt er auch nur, ich weiß es nicht. Was? Wo bin ich hier? Aber geil aussehen tut's auf jeden Fall. Mama! Lukas! Wo seid ihr? Mir geht's schlecht. Der Baum der Heilung. Hilf mir! Hilf mir! Such sie! Hilf mir! Klong. Nein! Nicht das! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Was ist denn das überhaupt? Bin ich besessen oder so? Was passiert hier? Ich verstehe es nicht. Na gut, das kommt, wenn man den ersten Teil nicht spielt. Ich habe gerade geträumt. Ich bin nur wieder zurück in meiner Burg, wo die beiden Hampelmänner uns angegriffen haben. Die Imker-Schläger. Ah, okay. Sieh an, wer wach ist. Gut geschlafen? Ich habe was geträumt. Wo sind wir? War es wieder dein Traum von der Insel? Ja, ich war krank und dann hat mich der große Vogel wieder gerettet. Aber was ist passiert, Amicia? Auf dem Hof? Wir haben am Fluss gespielt, weißt du noch? Du wurdest plötzlich sehr müde, deswegen habe ich dich getragen und du bist eingeschlafen. Du hast wahrscheinlich zu wenig Salz im Blut. Aber Amicia... Es war eine lange Reiseübung. Wir sind alle erschöpft. Aber die rote Stadt ist nah. Dort lassen wir nach dir sehen. Wir treffen einen bedeutenden Alchemisten, ein Mitglied des Ordens. Sie kennen die Makula sehr gut, sie erforschen sie seit Jahrhunderten. Und trotzdem haben sie uns in Guyenne nicht geholfen. Wir mussten fliehen. Sie wussten nicht, dass uns die Inquisition verfolgen würde. Nun werden sie uns willkommen heißen. Hoffen wir, dass sich unser Besuch dort lohnt.
Das wird er. Die Makula ist nicht nur in Hugos Blut. Sie betrifft uns alle. Und sie kann alles verändern. Okay. Da bin ich mal gespannt, was hier auf dem Weg noch passiert. Wer ist das? Ich weiß nicht. Seid vorsichtig. Mal sehen. Die wollen bestimmt Tribut haben. Das sieht schon so komisch aus. Guten Tag. Ist alles in Ordnung? Wir suchen ein Mädchen und einen Jungen. Was haben Sie getan? Sie betraten unerlaubt ein Familiengrundstück. Nach einem Streit wurden Männer getötet. Der Junge hat wohl alles gesehen. Oh, das ist furchtbar. Ich hoffe, ihr findet die Missetäter. Das hoffe ich auch. Es waren meine Neffen. Mutter, wir müssen sofort weg. Ja. Verzeihung, es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Hallo. Wir brauchen nicht lang. Der Junge, Sie sind es! Komm her! Nein, wartet! Amicia! Du, halt den Karren auf! Lass ihn nicht entwischen! Und verschwunden. Haha, Ninja. Ich weiß, dass du da irgendwo bist. Zeig dich! Meine Schleuder ist noch im Wagen. Sie? Weiter! Bleib unten! Sie muss doch hier sein! Augen offen halten! Lasst uns auf die Felder! Was soll ich denn machen? Hä? Was? Was soll ich? Ich dachte, ich kann die irgendwie attackieren oder was? Aber ich habe ja gar nichts. Ich weiß, dass du da irgendwo bist. Zeig dich! Meine Schleuder ist noch im Wagen. Weiter. Bleib unten. Lasst uns auch die Felder durchsuchen. Ja, geht nur. Okay. Jetzt muss ich rein nur schleichen, alles klar. Ja, ich muss erstmal ein Spiel gewinnen hier. Der Wagen. Sie brauchen dich. Hugo braucht dich. Gut, sie sind wohl bergab gegangen. Sei schnell und unauffällig. Vorsicht, du schaffst das. Sie haben uns verschlungen. Wie töten? Die waren das. Wartet, wenn ich euch erwische! Hinter all dem stecken die! Bitte. Da unten, ja. Ich sehe sie. Sie ist hier. Du brennst alles nieder. Was zur Hölle? Du hast meinen Sohn ermordet. Schwur in der Hölle. Nein, nein, nein. Was? Das Haus. Ah. Das ist ein Haus, das ist eine Ruine. Ah. So, jetzt kann ich bestimmt deren Axt looten, oder? Kann ich die Axt von ihm looten? Na egal, jetzt nehmen wir weiter. Na los! Die anderen sind den Hügel runter! Was gibt hier ab? Der Wagen! Der Schleuder! Hol die Schleuder! Schnell! Na los! Ja! Zurück! Was mach ich jetzt? Mistkerle, ihr musstet ja wiederkommen. Das habt ihr jetzt davon. Voll ein Weckelmudel hier. Nochmal, weißt du, wie schön war. Oh, da läuft auch. Oh. Shit. Noch bin ich tot. Okay.
Alter, ist das schwierig, ey. Alter, ist das schwierig. Das ist ja richtig schwierig. Da muss ich ja genau gucken, was ich mache, ey. Du bleibst so stehen. Ich häng da fest. Ich häng da fest einfach. Boah, ist das schwierig, ey. Boah. Vor allem die Steuerung ist so langsam. Man kann ich überhaupt nicht ab. Ich muss die wohl einzeln weglocken oder so. Keine Ahnung. Ich probier's einfach. Ich renn erstmal weiter. Ich seh nix. Ich sehe nichts. Ich sehe einfach nichts. Also ich sehe einfach nichts. Ja, Leute, das dauert hier erstmal. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss, richtig. Es ist halt nicht so schön, wie ich mir das erhofft habe. Die muss ich auf jeden Fall so wegmachen. Also die anderen Heinis da. Wie viel kommen denn da noch? Für Apple Spiel oder was? Ich glaube, das fühlt sich ein bisschen für Apple hier. Ja, hier irgendwas looten hier? Nee. Na, wie viel sind das denn? Habe ich gleich das ganze Dorf umgebracht. Copyright, hoffentlich nicht. Mutter, ich komme. Jetzt dein Kind, schnell. Dein Kind, verschont sie, bitte. Meine Familie ermordet. Lasst sie, halt. Bitte. Du hast sie ermordet. Ich schwanger gerade. Alter! Hugo! Ach, Hugo heißt er, okay, nicht Hugo. Hier. Es ist vorbei. Alles gut. Es ist alles gut. Ja, das war der Prolog. Das war der Prolog. Neuankömmlinge. Wir haben es wirklich geschafft. Ob die Leute hier nett sind? Hier greift uns sicher keiner an, Hugo. Diese Stadt wird von dem Grafen der Provence beschützt. Er ist ein mächtiger Seigneur. Ich muss sagen, das ist wunderschön. Seid ihr sicher, dass der Alchemist uns erwartet? Nun ja, Magister Baudin sagte mir, er würde uns ein Haus bereitstellen. Ein ganzes Haus? Ja. Der Orden ist schon sehr alt. Sie besitzen Häuser und vieles, vieles mehr. Sie bauten das Labor deiner Mutter und sogar das Château d'Ambrage. Ja. Toll, dass sie uns ein Haus geben. Sie machen es, weil du wichtig für sie bist. Würden uns Eure Majestät erlauben, ihnen diese Stadt begleiten zu dürfen? Ich erlaube es. Wildfleisch, Schwein! Frisch aus den Flüssen! Ist das ein Jahrmarkt? Dreh ruhig eine Runde mit ihm. Danke.
Das Haus liegt im oberen Stadtteil. Die Wetterfahne trägt einen Phönix. Verstehe. Und bitte, sei vorsichtig. Gefällt dir hier etwas? Mir gefällt hier alles. Komm, es gibt sicher noch viel mehr zu sehen. Wollen wir noch mal ein bisschen gucken, wa? Was machen wir Neuankömmlinge zuerst? Lauf zum Haus. Was willst du denn sehen? Alles. Dann los. Ziegenmilch. Frisch gemolkene Ziegenmilch. Die Weine und Liköre werden alle aus heimischen Bergpflanzen hergestellt. Oh, ein guter Hypokras geht immer. Mal sehen. Hallo, Schweinchen. Gebratenes Fleisch. Komm, ja, Fleisch, hab ich jetzt Bock drauf hier, Fleisch. Oh, das riecht so gut. Hey, na komm, probier ein Stückchen. Nur zu. Oh, lecker. Schmeckt's? Ja, aber das ist kein Schweinchen, oder? Na los, schauen wir uns weiter um. Ja. Handwerk, hier ist alles. Hier brauche ich auch nicht wieder weg. Das war gut. Jetzt habe ich Hunger. Gehen wir lieber, bevor du mehr willst. Hergehört, hergehört! Graf Victor von Arles heißt alle zum Jahrmarkt von Saint-Jean willkommen. Genießt auf dem Markt Waren aus der Region und von weit her. Macht Schnäppchen auf der Fischauktion und spielt kostenlos eine Runde unseres Wurfspiels. Wurfspiel? Morgen findet der lang ersehnte Rindermarkt statt. Kommt alle zur Auktion. Graf Victor von Arles wünscht euch allen einen schönen Saint-Jean-Markt. Ja, nice. Wo ist das Wurfspiel? Das würde ich gerne spielen. Das sollte ich mir ansehen. Unsere Vorräte gehen zur Neige. Das ist nur vorsorglich geschlossen. Wegen der Schweine aus der Arena, weißt du? Oh ja, ich habe gehört, alle Tiere aus der Arena seien weg. Alle todkrank. Der Gestank dort ist unerträglich. Okay. Der Jahrmarkt ist noch größer als letztes Jahr. Ich brauche ein Kleid. Ein günstiges. Wo ist das Wurfspiel? Ganz schön viel Fisch. Fisch, Fisch, Fisch. Wir können mit Mutter herkommen, um das Abendessen zu besorgen. Oh ja, kaufen wir ganz viel. Die Fischauktion beginnt bald. Nimmst du nicht teil? Nein, ich bin wegen der Viehausstellung morgen hier. Tupdidu. Ich hätte ja gerne, das Wurfspiel gespielt. Ich weiß noch nicht, wie ich das finde. Hast du gesehen? Was? Die Leute hier. Sie sind glücklich. Ah. Ja, stimmt. Sieh nur, da oben. Das Haus mit der Wetterfahne. Das ist unser Haus. Oh, genau über dem Markt. Ja, der Ausblick wird fantastisch. Sieht schon ganz geil aus, ne? Sehr detailreich alles. Kämme aus Florenz. Probiert sie aus. Mademoiselle, wie wär's mit einer neuen Frisur? Danke, aber ich mag meine Haare so. Oh, wunderbar. Das Haar einer Frau ist ihre natürliche Krone. Schön gesagt. Dein Haar ist hübsch so. Danke vielmals, mein Herr. Na, gewinnt auch irgendjemand? Aha. Du verdammt! Mehr Muskeln, weniger Geklapper. Oh, dieser Wein. Ein Geschenk für euren Vater vielleicht? Er ist tot, aber er liebte diesen Wein. Dann war er sicher ein guter Mann. Das war er. Danke. Okay. Das sind ja richtig hübsche Möbelstücke hier. So einen Schrank hatte ich auch. Ich habe mich oft drin versteckt. War ja klar. Sieh mal, Blumen. Würzkräuter, Salben. Oh, Ringelblumen, Primeln. Na, du kennst dein Herbarium gut. Urblumen hat Mama mir beigebracht. Die waren in einem Buch drin. Wollt ihr also Blumen kaufen? Danke, aber wir pflücken sie lieber selbst. Das ist eher unser Ding. Das ist unverschämt. Viel Spaß. Ja, komm, sehen wir uns den Rest an. Klar. Frisch aus Korsika. Thunfisch. Thunfisch, ein dicker Thunfisch. Auf 4 Kisten gibt es eine 5. gratis dazu. Kommt, spielt kostenlos. Der Graf von Arles lädt alle Gäste ein. Ein Spiel. Wie wär's, ja, cool. Mademoiselle? Ihr seht aus wie eine Gewinnerin. Ja. Ist sie auch.
Gib mir. Ach, ja. Also gut. Wie geht das Spiel? Ihr habt 4 Würfel, um so viele Würfel wie möglich umzuwerfen. Verstanden? Klar doch. Bereit? Wie früher auf dem Rummel, Amicia. Kinderspiel. Los! Aha! Ja! Du bist toll! Das war knapp! Nicht aufgeben! Na, den meinen noch da oben, ne? Den meinen noch. Gut getroffen! Natürlich! Was dachtest du denn? Heute war noch niemand besser! Und das ganz ohne Schleuder! Wir müssen langsam los. Danke! Naja, Erinnerung, die beste Spielerin. Ah, okay. I drücken. Okay. Das ist es also. Super. Da hast du schon was erledigt. Nice. Ja. Das wäre Saufi. Saufi, hier ist keiner. Nur die Besten. Hm? Ah. Spiel mal. Die sind wunderschön. Danke. Ich stelle sie selbst her. Kannst du spielen? Nein, ich... hatte nie die Zeit, es zu lernen. Aber sie ist ziemlich gut. Ich könnte spielen. Eines Tages werde ich es lernen. Okay. Wie macht er das bloß? Bin ich hier weg? Seine Eltern müssen Drachen sein. Ein Drachenmann. Genau. Lukas könnte bestimmt auch Feuer spucken. Bestimmt. Er ist ja auch heimtückisch. Ah, ist guter Jahrmarkt hier. Super Ding. Flammen! Gehen wir zu unserem Haus. Es sollte gleich da oben sein. Oh, wollen wir uns mein Zimmer teilen? Willst du nicht dein eigenes? Hm, ich weiß nicht. Dann könnten wir uns gegenseitig in unsere Zimmer einladen. Ja, ich mag es hier. Ich auch. Oh, da spielt jemand Musik. Oh, ich kann nicht sehen. Hey, weißt du was? Ich trage dich auf meinen Schultern, ja? Oh ja, bitte. Hoch mit dir. Na, alles klar da oben? Ja, ich kann alles sehen. Ja. Klasse. Wieder gehen. Wir gehen. Die Musik ist komisch. Ja, klingt aber toll. Gehen wir jetzt wieder los. Wir Hallo. Sind echt gut. So, junger Mann, sehen wir uns das Haus an. Genau. Oh, schon? Ja, Mutter wartet sicher schon auf uns. Ich würde gerne noch bleiben. Wir kommen wieder. Soll ich ihn jetzt so nach Hause bringen? So ein Dings? Okay. Geht's hier richtig? Ich hoffe, ich gehe hier richtig. Den richtigen Weg. Die Leute hier, sie scheinen nichts über die bösen Dinge zu wissen. Böse Dinge? Alles, was da draußen passiert. Sie wissen davon. Aber sie fühlen sich hier sicher. Das wirst du auch. Hör zu, ich lass dich wieder runter. Wir sollten uns ein wenig beeilen. Also ja, besser vorher mir auf die Schultern pupst hier. Wie groß es wohl ist. Ich hoffe nur, es gibt echte Betten. Hoffentlich sehe ich den Markt vom Zimmer aus. Du bekommst das Königszimmer. Natürlich. Der Tag war ganz schön lang. Da guck ich mal an, wie geil das aussieht. Hinten brennt irgendwas. Ach, sieht schon schick aus. Bin ich jetzt hier richtig oder nicht? Da oben. Ah, hey, ja. Ihr seid zurück. Und wie war's? Es gab einfach alles.
Stimmt. Wir müssen unbedingt zusammen hin. Klar, wir brauchen frische Pflanzen. Sieh mal, ich glaube, wir haben ein neues Zuhause. Ja, Zuhause. Das habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Ich mag es hier. Und ich glaube, jemand braucht ein Nickerchen. Ich bin nicht müde. Klar. Sehen wir uns drinnen um. Das ist unsere Tür. Unsere Tür. Ja, super. Sieht ruhig aus. Und hier ist es kühler. Schön. Bin mal gespannt, ob die Stadt überfallen wird oder so. Ja, nach dir. Wir sind da, Hugo. Unser neues Zuhause. Sehen wir es uns an. Ja. Na gut, wir machen es später. Mutter, wo ist Hugos Zimmer? Er ist todmüde. Oben rechts. Das Bett ist gemacht. Danke. Na komm, du Schlafmütze. Du musst mitkommen, Amicia. Wohin? Zur Insel. Du wirst dort auch geheilt. Geheilt? Ja, das wäre wirklich schön. Das wird es. Du grübelst zu viel. Manchmal sollte man lieber seinen Gefühlen vertrauen. Ich versuch's, aber ich kann den Sinn nicht verstehen. Stoffe folgen natürlichen Gesetzen. Die Makula ebenfalls. Vergiss den Sinn, Lukas. Bleib einfach menschlich. Vielleicht bin ich ja nicht besonders gut darin. Das bist du. Deshalb hast du Zweifel. Hugo! Hugo, nicht! Sie werden! Ich habe es für ihn getan. Und ich will euch wieder töten. Ich will euch alle töten. Amicia! Amicia! Was ist los? Hat er einen Albtraum? Die Makula. Der Schock. Sie muss wohl deswegen erwacht sein. Es sind 6 Monate vergangen, seit er die zweite Schwelle überschritten hat. Sein Blutkreislauf ist noch sehr empfindlich. Amicia, suche zusammen mit Lukas in der Stadt nach Magister Vaudin. Findet ihn bitte. Er soll kommen und zwar schnell. Verstanden. Amicia. Ich weiß. Wir passen auf. Alles nur wegen dieser Bauern. Ich hätte niemals... Oh. So, wie es weitergeht, schuld. Wie kannst du dir sehen das wir dann gleich sein? Im nächsten Bit, weil ich will jetzt hier erstmal unterbrechen. Was passiert? Die Makula passt sich an und lässt den Träger verschiedene Schwellen überschreiten. Wird Magister Vaudin ihm wirklich helfen? Der Orden erforscht die Makula bereits seit Jahrhunderten. Wenn sie es nicht schaffen, dann wohl niemand. Gott, behüte ihn. Ja, coole Sache. Ja, gefällt mir bis jetzt ganz gut, das Spiel. Hätte ich nicht gedacht. So, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke für den Support. Reingehauen. Und tschüss.